Hallo und herzlich willkommen zurück bei Desperados Wanted Dead or Alive. Und wir sind jetzt schon bereits bei Level 19. Und ich glaube, es geht bis 24. Ich bin mir gerade nicht ganz. Nee, nicht bis 24. Müsste weitergehen. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall haben wir letztes Mal diese, wie ich schon finde, sehr interessante Stadt hinter uns gelassen. Grants heißt es ja, glaube ich. Grants, ich glaube. Mit dieser das erste Mal wirklich benötigten Quick-Action am Anfang. Und ich bin sehr gespannt, was wir jetzt in der Mine erleben. Und das werden wir uns direkt mal ansehen. Gut, das ist eine Mine. Ja, das sieht auch so aus. Der Laden ist aber verdammt gut bewacht, Mann. Ich schätze, die Geldübergabe findet in der Hütte dort oben auf der Bergspitze statt, oder? Sie. Nimmt El Diablo selbst an diesem Treffen teil? No. Meistens schickt er seine Messerwerfer. Die Demonios. Reizend. Warum warten wir nicht einfach, bis die Typen wieder runterkommen und verfolgen sie dann? Weil ich ungern Carlos' Auftritt versäumen würde. Ich werde auf das Dach der Hütte klettern und sie belauschen. Vielleicht bekommen wir auf diesem Weg noch ein paar nützliche Informationen. Das will ich mir nicht entgehen lassen. Nimm's nicht persönlich, Sanchez. Aber das Dach ist nur aus Holz. Karma! Was soll das heißen, Cooper? Willst du damit sagen, ich wäre zu fett? Okay, das Ziel ist, glaube ich, relativ deutlich. Da ist die Hütte, wo die sich treffen, und wir sollen da oben rauf. Hier ist dieser Kletterabstieg. So, ach ja, die war ja sehr schmal, die Karte. Das heißt, entweder von hier aus da hoch oder von hier aus da hoch. Okay, gut, fangen wir mal an. Haben wir Steine? Wichtigste Frage zuerst. Wir haben keine Steine. Zweite Frage, wo guckt denn der hin? Und der guckt dann in den ganzen Bereich. Okay, der guckt hier unten rein. Den könnte. Ah, da liegt ein Stein. Ah, guck an. Also, den könnte ich hier unten durchaus mit einer Siesta. Ich weiß nicht, ob der darauf hier reagiert. Aber den könnte ich durchaus damit anlocken. Probier das einfach mal. Ich weiß nicht, ob der darauf reagiert. Zur Not probiere ich es dann gleich nochmal mit dem Tequila. Oh, das ist jetzt nicht so geil. Der sieht ihn da direkt. LOL, auf die Entfernung 100 Schaden direkt. Okay. Überspringe ich mal. Der guckt auch bis da hinten. Ups, den wollte ich nicht. Krass, okay. Allerdings ist das hier dunkel. Das heißt, möglicherweise sieht der den gar nicht. Wenn der da betäubt rumliegt, das wäre natürlich ein Versuch wert. Ja, ich glaube, der sieht ihn gar nicht. Ich glaube, wenn der da liegt, sieht er den nicht. Ja, in der Tat, der sieht ihn nicht. Oh. Okay, das ist übel. Komme ich denn an den ran?
Oh Gott. Okay, der vermisst den auch. Das heißt, da muss man schnell handeln. Alter, das geht ja schon gut los hier. Ich könnte ihn natürlich, ich schätze mal, das wird auch funktionieren. Hey, da liegt doch noch einer. Oh, jetzt hat er mir die eine Tequila weggesoffen. Wenn der andere den vermisst, gehe ich davon aus, dass er jetzt auch wiederkommt. Ich hoffe es jedenfalls. Die so weit wie möglich nach hinten. Lauf doch hier runter. Na komm schon. Okay, der hat sich direkt wieder beruhigt. Das finde ich auch interessant. Nur noch ein Tequila. Hätte ich noch zwei, könnte ich jetzt noch den ranlocken. Ich weiß nicht, ob der auf. Für den muss ich halt echt schnell sein, ne? Sieht er den da schon? Nee. Da auch nicht. Boah, ist das übel. Sieht er nicht. Oh, Kacke. Ich könnte natürlich auch einfach hier hinsetzen mit einer Siesta. Aber da ich den ersten habe, speichere ich gerade erstmal, fällt mir ein. Wahrscheinlich reagiert er darauf nicht, oder? Doch. Die sind irgendwie mega aufmerksam. Das ist leicht nervig. Aber das Rumdrehen macht ja eigentlich auch immer regelmäßig Schaden. Das heißt, auch vielleicht kann ich den einfach verkloppen. Okay. Oder der knallt mich einfach ab. Das geht natürlich auch. Wie macht man denn das? Die beiden da sind halt irgendwie mega nervig. Der guckt bis da, also kann ich da nicht auch nicht einfach rumlaufen.
Der läuft da, der läuft hier, der läuft da. Nein, dann fliegt er zu weit. Wäre der einfach direkt vor ihm liegen geblieben, als ich ihn K.O. geschlagen habe, dann hätte ich es geschafft. Aber so fliegt er natürlich wieder in seine Sichtweite. Er ist doch zum Heulen. Lauf, Junge, lauf! So, den hätten wir. Ich hoffe, dass der sich jetzt demnächst schnell wieder beruhigt. Oder, genau, dass er da. Gut, der interessiert ihn gar nicht. Okay, also die beiden Typen hier achten nicht auf Siesta. Was, der läuft jetzt dauerhaft? Hier war irgendwo noch die eine Tekia. Wo ist sie denn? Hä? Achso, habe ich schon aufgenommen? Oh. Gucken, ob sich von denen auch irgendeiner wundert. Nö, und der wundert sich jetzt auch nicht mehr. Ach komm schon. Warum hört er den denn? Heute ist aber auch echt unlucky. Dürfte daneben. Hallo, Leute. So, den habe ich. Ich glaube, der wird auch nicht vermisst werden. Ich glaube, die Patrouille laufen, sind immer schwierig. Also, die werden, glaube ich, nicht vermisst. Hoffe ich jedenfalls. Dann kann ich mir nämlich. Ah, ne, kann ich jetzt aktuell nicht, weil da noch der andere Patrouillenlauf ist. Ich hole mir jetzt gleich den Stein wieder, schmeiß den K.O. Werde dann erstmal in die Hütten reingucken, denn hier sind irgendwo noch Leute drin.
Ich glaube, das war knapp. Mal wieder Kreis speichern. Oh, den Stein kann ich da nicht aufnehmen. Oh nein. Dann liegt er genau so, dass ich den nicht auf. Ich habe extra schräg geworfen, damit er nicht ins Zelt fliegt. Und dann liegt er da so, dass ich den nicht aufnehmen kann. Das ist natürlich ärgerlich. Hier waren auch irgendwo Leute in den Zelten. Da war einer drin. Ach, das mit dem Stein ist natürlich jetzt ätzend. Da oben liegt zum Glück noch einer. Schade, den hätte ich gerne noch mitgenommen. Das ist echt gut an Sanchez, dass der zweite tragen kann. Okay, den Stein muss ich mir definitiv holen. Den könnte ich ja eigentlich. Ja, ich kann ihn auch so und mit dem Stein abschmeißen, also. Oh nein. Einmal neu laden bitte, denn das kann man durchaus verhindern. Da kommen Leute aus dem Stollen raus. Und das kann man verhindern, indem man diesen Wagen da reinschiebt. Das möchte ich nach Möglichkeit ja auch hinkriegen. Huch, der läuft da lang. Ich dachte, der läuft hier unten rum. Okay, aber den müsste ich doch jetzt kriegen.